Ich bin der Fahrer und muss die Anmoderation machen. Herzlich willkommen beim Mini Paradise zum Roadtrip nach Berlin! Berlin! Wir haben einen neuen dabei, einen Neuzugang. Ja, der sieht man aber nicht, ist so klein. Wink mal. Ja, geil, hallo zusammen. Wir sind auf dem Weg nach Berlin von unserem geliebten Kassel. Auf geht's nach Berlin zum Turnier. Wie heißt das Turnier? Siggis? Siggis Encounter oder sowas. Ja. Siggis Encounter, ich glaube das zweite. Das zweite. Heute ist Sonntag. Wir opfern natürlich alles, um die Turnierszene in Berlin zu supporten und kommen die weite Reise von Kassel nach Berlin aus an einem Sonntag. Mit 5 Leuten sind wir in unserem Bus zusammen, haben uns zusammengefunden und schauen auch mal heute, was in Berlin so für uns möglich ist. Also hier, wir wollen nicht nur supporten, wir wollen Berlin erobern. Die nächste Stadt, die wir erobern wollen, nach Gelsenkirchen und Osnabrück. Osnabrück, Leipzig ist Berlin die nächste Stadt, die wir erobern wollen. Der nächste Feldzug. Ja, der nächste Feldzug. Der nächste Mini Paradise Feldzug. Genau. Auch noch ein paar Mal aufgestellt. Schönen Dank an SG Stern, dass wir wieder den Sprinter haben und dass wir die supporten wollen. Vielen Dank dafür. Ja, das ist sehr, sehr freundlich, sehr, sehr gut. Aber ich muss das mit dem Erobern noch mal kurz ein bisschen zurückrudern, weil wir haben die 2 Kochbrüder, die machen das dann schon. Also gibt es da hinten die Speer und die Jungs, die ein bisschen so vorne. Sowas. Genau. Oder Kanonenfutter. Das mache ich ein bisschen. Und Marius. Asmir will auch angreifen mit seinen Daughters of Cain. Also ich spiele heute Beast of Chaos. Beastman ist ja die einzig wahre Armee. In Age of Sigma. Ich bin auch Spaß einfach mal dabei, zum ersten Mal überhaupt. Guck mir das mal an, wie es so ist, selber mitzuspielen. Ansonsten bin ich eher im Hintergrund gewesen, habe ein bisschen moderiert oder ein paar Ergebnisse eingegeben. Ja, ist auch mal chillig, einfach mal irgendwo hinfahren, nichts tun, wegfahren und heim. Ne? Nichts ja, auf, sich nur ins aufbauen, Auto setzen. Abbauen, Moderation. Ja, auch sich nur ins Auto setzen und sitzen. Ja. Und ein bisschen warten. Sag mal deine Einschätzung zum Turnier, welchen Platz du machst heute. Oder was dein Ziel ist. Also da ja 18 Spieler da sind und ich habe mir vorgenommen, dass ich vielleicht eine Partie für mich entscheiden kann. Ich fände es cool, wenn ich irgendwo zwischen 10 und 12 lande. Cool. Manu, du? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich sitze diesmal viel entspannter im Auto als letztes Mal. Platzierung weiß ich nicht, aber ich bin relaxed. 2 Testspiele, 2 gewonnen. Bessere Voraussetzungen wie letztes Mal. Ich bin ein bisschen in Form, gleiche Liste. Ich bin zufrieden bis jetzt. Also klassisch wieder Erster, ja? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall entspannter wie letztes Mal. Eddie, was hast du? Wenn der deutsche Meister auf Reisen ist. Ja, also, ich gebe mein Bestes. Ich sag wie immer, mehr gewinnen als verlieren. Also 2 gewinnen, 1. Mal gucken, mal, was ist. Asmir, willst du auch was sagen? Ich finde mich dasselbe. Top 10 wäre schon schön. Alles klar. Der und du, da hast du Top 10, Digga. Der baut Druck auf dein. Und was sagt der Marius? Marius sagt, dass er nicht letzter werden möchte. Klassisch. Im Auto oder? Das finde ich auch gut, nicht letzter. Im Auto oder in. Ach so, führen wir das denn jetzt ein, wie unsere Kollegen aus Leipzig? Das finde ich echt geil. Das machen wir, oder? Ja, ja, aber wir machen nicht ein Happy Meal, sondern was anderes. Ja, aber. Also irgendwas zu essen, aber nicht übertreiben. Ja. Ein Schnitzel mit Pommes. Jeder. Ja, kein Happy Meal, aber also wir wollen ja nicht 1:1 alles kopieren, aber wir kopieren das. Wir legen uns jetzt fest, der Letzte gibt den anderen heute einen Ausweis, also dass wir alle anstrengen lassen. Ja, okay. Der Letzte von uns muss das Essen auf der Rückreise bezahlen. Das ist gut. Das machen wir auf gar keinen Fall. Doch, das machen wir. Das ist jetzt festgelegt. Wir haben jetzt Beweise, ja. Das Marius, willst du noch umschwenken, so schnell zu Slanisch? Ja, ich baue meine Liste nochmal schnell um. Einfach mal spontan. Ja, Marius hat sich heute entschlossen, der bringt mal die Mammuts aufs Feld. Mit den Beast Raiders. Wie viele Mammuts sind dabei? Griechen, was? Ich habe heute 4 dabei. 4? Ja. 4 Mammuts. Aber wir können ja wieder sagen, wer Einschätzung für den anderen. Da wird es bestimmt auch wieder lustig. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ja, los, Manu, dann fang doch gleich mal an. Was denkst du denn über deine anderen Kollegen hier im Auto? Also, Paddy sage ich auf jeden Fall Top 3.
Also 1 bis 3 auf jeden Fall. Marcel, sag ich Platz 8. 7 oder 8. Das heißt, geil. Das ist geil, lass uns einen direkten festen Platz sagen bei Tippen. Was, okay. Also was macht Paddy direkt? Also Paddy sage ich 2. Ja. Marcel sage ich 7. Aber bei 7 ist schon 2 Gewinn. Ja. Marius sag ich Platz 8. Und Asmir sag ich Platz 10. Also muss Asmir bezahlen heute, ja? Ja. Asmir, Einschätzung dazu? Aber nicht wegen der Liste, wegen der Spielerfahrung. Ja, das ist klar. Also Manu spielt oben mit. Genauer Platz. Platz 1. Betty 2 oder 3. Ich sag mal 3. Marcel. Schieb mich da hinten. Platz 9. Jawohl. Marius. Platz 10. Also okay, Benny, was hast du? Er muss sich selber nochmal einschätzen. Achso, deine Einschätzung, sorry. Platz 9. Besser? Ja. Benny? Also, wer das Turnier gewinnen will, muss ja den deutschen Meister schlagen. Also, ich sag Manu Erster. Ich sage so Siebter ich. Siebter oder Achter. Marcel. Zwölfter. Asmir hau ich einen raus. Neunter. Und Marius. Ich glaube, das wird nichts. Ja, sorry, Marius, aber 14 oder so. Das ist okay. Marius, du? Deine Einschätzung? Fang du an. Okay. Ich sage mal was anderes. Für mich wird der Manu heute nicht Erster. Oh. Ich sag, der Manu wird Dritter. Und dafür wird der Paddy Erster. Ja, klar. Du hast schon lange kein Turnier mehr gewonnen. Ich schätze mich selber auf 13. Marius 12. Asmir 11. Okay. Das ist nicht machbar. Nicht machbar. Ja. Halt doch bei ihm. Ja, also ich muss mal gucken. Ich hab das Buch nicht gelesen. Ich habe die Armee noch nie gespielt. Also ich muss mal sehen, was das wird. Aber die Kochbrüder Platz 1 und 2, Aufteilung ist wurscht. Marcel knapp Top 10. 9. 10. vielleicht. Asmir davor. Und ich werde wahrscheinlich der andere Platz sein. Du 9, ich 10. Sage ich. Und Asmir? Vor uns. 7. 8. Also wir beide, zwischen uns beiden entscheidet sich, wer hier bezahlen muss. Aber wenn die beiden erst und zweite werden, bezahle ich schon mal für die beiden auf jeden Fall gerne das Essen. Ja, das ist okay. Ich glaube nicht, dass wir erst und zweite werden. Ich glaube auch nicht. Weil was passiert denn, wenn ich mit Manu in der zweiten Runde spiele? Ja, Berlin! Ja, dann ist nicht mehr erst und zweite drin. Das Witzige ist ja halt wirklich, bei 18 Leuten, wenn wir schon mit 5 Leuten hinfahren, ist ja die Wahrscheinlichkeit noch sehr hoch, dass wir auch gegeneinander spielen. Oder das kann mir auch nicht verwehren, das ist ja auch kein Problem, wenn das passiert. Ja. Sollte nicht so sein wie bei Marius, als er in Gelsenkirchen war. Also die ersten beiden Spiele gegen zwei Teamkollegen ausführen musste, weil er das falsche Team dann angegeben hat. 52 Kilometer für ein Mini Paradise internes Turnier. Es gibt bessere Starts. Aber es war doch in letzter Zeit eh immer Mini Paradise mit Kellerkinder in der ersten Runde. Ja, aber diesmal ist keiner ins Kellerkind dabei. Ja, weil das nicht ist. Sollen sich nicht so anstellen. Ja, wir haben ein bisschen Einsatzzeit. Aber wir können doch noch ein bisschen drüber sprechen. Über die ganze Turnierszene, beziehungsweise auch die Art der Turnierleitung in ja, Berlin. Ja, warte ganz kurz, das schneiden wir dann mal. Wir müssen noch schreiben, sagen, welche Listen, wo wir denken, welche Listen gut mitspielen. Das machen wir da immer. Fang mal an, Manu. Ich kenne nicht mal eine Liste für den Gegner. Ich auch nicht. Achso. Da muss um Manu reden, der kennt alle. Ja, Manu, was sagst du denn? Welche Liste wird deiner Meinung nach am besten absteigen? Am besten, glaube ich, dieser Erik mit Zinsch, glaube ich, dass es die ganz gut wird. Von den Gegnern. Ist das die mit den zwei Lord of Change? Viele Endless-Zauber. Ja. Wird, glaube ich, allen uns Probleme bereiten. Glaube ich so. Die Silvernef, wenn der gut spielen kann, wird auch sehr gut sein, schätze ich mal. Ah, ich
weiß nicht, was der andere Fire-Slayer-Spieler, ob der es gut spielen kann. Der spielt ja so eine ähnliche Liste wie ich, nur ein bisschen weniger. Die vier Magma-Drops habe ich keine persönliche Erfahrung, muss man mal gucken. Aber es sind auch so ein, zwei Listen dabei, wo ich sage, okay, wenn die nicht so spielen können, dann ist das verlobst. Okay. Glaube ich. Sollen ja angeblich auch viele Anfänger dabei sein, was ich mal nicht glaube. Auf jeden Fall ist das Turnier, schätze ich mal, einfacher wie nächste Woche in Osnabrück zum Beispiel, wo sehr viele erfahrene Spieler da sind. Ich bin gespannt. Ja, nächste Woche gibt es ja schon den nächsten Roadtrip, würde ich mal sagen. Osnabrück. Ja, das seht ihr die nächste, seht ihr wieder dieselben vier Leute im Auto sitzen. Ja. Da geht's nach Osnabrück. Da bin ich wieder raus. Ja, das stimmt. Ich muss mich langsam steigern. Ja, du kommst mit nach Leipzig, ne? Ende des Jahrmonats. Das ist das Teamturnier. Teamturnier ist im November. Ach so. Das ist ein Einzelturnier. Okay, kriegen wir schon hin. Aber wir können aber kurz darüber sprechen. In Berlin ist ja ein bisschen, ich sag mal, von der Art und Weise, wie das Turnier geleitet, nicht über die Orga, aber wie die Battle Plans sind, das Battle Pack und die Szenarien, weicht schon ganz schön von dem ab, was man so gewohnt ist. Also, die haben im Vorfeld schon drei Battle Plans veröffentlicht, die sie spielen. Und dazu halt auch mit besonderen Regeln, mit besonderen Realm-Zauber, mit besonderen Befehlsfähigkeiten und noch zusätzlichen Einschränkungen. Ich glaube, in einem Battle Plan ist es so, dass man beispielsweise nur 18 Zoll bei zaubern kann oder schießen kann. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, dass beide Partien schon von Anfang an, also beide Spieler bekommen ein Colossal's Quick. Zwei pro Seite, also vier zusätzliche Colossal's Quicks auf dem Spielfeld. Und was war der letzte? Keine Helden einnehmen, nur Helden einnehmen. Nur Helden können Missionsziele einnehmen. Also ich spiele öfter das Spiel und ich muss sagen, es ist schon jetzt kompliziert. Ja. Also ich habe gestern ein Probespiel gemacht mit den Quicks. Es war nicht schon ganz einfach und wenn die schon mehr Schaden machen als mein Gegner, ist das nicht so gerade geil. Ja. Also auf jeden Fall mal was anderes. Ich finde es cool. Ich finde es cool, dass sie einfach mal neue Sachen ausprobieren, als immer den gleichen Kram. So diese, klar sind das jetzt trotzdem immer noch die Szenarien aus dem Trails Handbook, aber auf jeden Fall mit einer schönen Art der Variation. Und das ist eigentlich auch das Besondere daran, dass bei den Turnieren man ja so ein bisschen Handlungsfreiheit hat. Man kann es ja im Vorfeld veröffentlichen, alle können sich so ein bisschen schon mitlesen, man weiß, was einem ungefähr erwartet. Ob das jetzt ausbalancierter ist oder nicht, ist ja eigentlich auch egal. Es geht ja auch da auch prinzipiell auch mehr um Spaß. Ja. Deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt auch mal sagen können, hey, wir probieren oder die probieren was Neues aus. Und wir machen da jetzt einfach mit und gucken uns das an, wie es einfach so ist. Und es ist auch mal schön, dass sich halt Leute einfach Gedanken machen und einfach was Neues ausprobieren. Ja. Und wir das einfach auch mal so mit mal ein paar neue kreative Menschen kennenlernen können, die auch ein paar coole Sachen sich ausdenken, wo wir halt mitmachen. Finde ich toll. Und finde ich richtig coole Sache, also Berlin, schon mal Daumen hoch dafür. Ob das jetzt gut oder schlecht ist fürs Balancing des Spiels, wie gesagt, würde ich nicht da ganz oben setzen wollen, dass es besonders wichtig ist, sondern ist ja auch irgendwo eine coole Sache. Ansonsten gibt es noch was zu dem Turnier für heute. Also wir haben jetzt gerade 7.39 Uhr, wir sind schon seit 7.30 Uhr. Kurz nach sechs. Wir sind heute losgefahren um 3:30 Uhr. Wir sind schon zwei Stunden unterwegs. Ich bin seit 2.30 Uhr wach. Stark, Manu, stark. Ich habe dann schön gefrühstückt, Wassermelone gegessen, habe mein Frühstück gemacht. Ich bin topfit. Ja, das ist sehr gut. Der ist heute auch mal Fahrer, ne? Ist ja auch mal eine Besonderheit. Ja, aber ist ja kein Problem, weil er Fahrer ist, weil schwitzt ja heute wieder nicht, hat er gesagt, mit seiner Armee. Ja, und ist einfach viel entspannter als Daughters of Cain, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass es mal Best Painted heute gibt, dass ich jetzt auch mal gewinne mit meinen Ice Slayers. Aber das? Weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich bin der Meinung, dass es Best Painted gibt, ja. Ich gewinne es auf keinen Fall, weil ich von DD Chaos bei uns dabei habe, Marius. Ja, das ist doch schön. Aber vielleicht gewinne ich es ja, dann kann ich es dann Manu gleich weitergeben, den Preis. Was denkt ihr, als nächstes Release kommt? Können wir auch mal kurz besprechen, noch ein bisschen was zu Ares. Ich sag dazu nichts. Weil ich immer recht hatte. Ja, aber jetzt kannst du mal was sagen. Komm, haben wir es auf Video. Also jetzt außer die Orks und die Cities auf Sigmar, was kommt als nächstes? Ich glaube, es kommt ein neues Battle Tome von Ogre. Ogre? Krass. Ich glaube,
Overlords, wenn sie nicht im Cities of Sigmar drin sind. Also ich bin da eher der Meinung, dass es entweder, wie Cello sagt, ein neues Ogre-Battlecom gibt, die alle zusammenfasst, jetzt wie bei den Orks, ja. Oder dass ein neues Vampirbuch rauskommt, was die Vampire ein bisschen neu aufstaffen. Aber wir können ja Mr. Ja, jetzt fragen wir mal den, der eigentlich am besten sich auskennt. Mr. Vogel. Der schläft gerade. Mr. Englisch Vogel. Also gar nicht ganz erzählen. Was soll denn unsere beste Quelle ausreißen? Ich denke mal auf Ogre oder Vampirlords. Sag ich auch. Oder Slaves to Darkness, die drei. Oh, Slaves to Darkness wäre auch super. Aber was mit neues Chaos Battle Tome aufsetzen? Entweder Slaves to Darkness oder Nurgle oder eins von den drei. Das glaube ich nicht. Warum? Das ist meine Meinung. Siege spielt kein neues. Also ich glaube, Nurgle und Siege kommt auch bald wieder dran. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass ein ganz neues Volk kommt. Das wäre schön. Kam schon lange nicht mehr. Aber für welche Fraktion? Death, das weiß ich nicht. Ich sag dann eher Death. Weil Death stimmt, da hatten die doch irgendwas Kopfkönig-mäßiges angeteasert, ne? Was mir? Death-mäßig? Neues Volk? Ah, das ist Spekulation. Ich bin ja, sag doch einfach mal. Ja, Vampirlords. Ganz neues Volk, Vampirlords. Sind das nicht hier aus Total War? Da gibt's doch die, da gibt's so eine Vampir-Fraktion, die Korsaren-Schiffe so. Das sind solche Piratenvampire. Das war ja schon mal das Gerücht. Nee, bitte nicht. Aber die gibt es in Total War. Ja, aber ich möchte richtige Vampire haben, nicht wieder sowas. Aber die sehen richtig geil aus. Warum? Am Ende Skelette mit Piratenkörper, super geil. Sieht aus wie voll im Fluch der Karibik. Ich werde zwar nicht spielen, aber schon cool. Sieht gut aus. Ich finde, Destruction bräuchte noch mal was. Ja, die bekommen aber jetzt das Ork Battle Tome. Glaube ich auch, das Ogre. Der neue Tyrant, der sieht ja schon gut aus. Haben sie ja schon ein neues Modell geteasert. Aber ich kaufe mir da keinen neuen Tyrant, weil er neu ist. Warum denn nicht? Das Modell ist aber schick. Ja, aber ich finde mein alten auch schön. Ja, wenn sie die War Scroll geändert haben und der hat zum Beispiel einen namhafter, dann holst du den schon. Also Battle Tome wäre dann, weiß ich, Gunbusters und Beast Raiders zusammen. Das glaube ich auch. Das wäre das Wichtigste. Das wäre das Wichtigste, weil auch er war Mage. Ganz sicher. Wir können sie den Butcher mal als Mage nehmen. Ich bin mal gespannt, Mario. Vielleicht ändern sie ja auch gar das mit den Modellen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen, dass man die auch mal spielen kann. Da kann ich direkt dann raushauen. Wenn wir jetzt ein neues Battle Tome rauskriegen, Gunbuster und Beast Raiders in einem, haben wir bald einen neuen Kollegen, der mit uns rumfährt. Das ist unser alter Videoschneider, der Jannis. Der brennt schon so lange da drauf. Meinst du? Ja. Jetzt hast du aber eine Ansage gemacht. Jetzt hast du Druck aufgebaut. Jetzt habe ich richtig Druck aufgebaut. Jannis, hast du gehört? Richtig Druck. Dann sitzt du neben uns hier im Kasten. Ansonsten, ja, Order gibt es nicht mehr viel. Ich fände es immer noch geil, wenn Dunkelelfen, aber kommen wir jetzt in das neue Buch ein bisschen mit rein. Hochelfen glaube ich auch, oder? Glaubt ihr wirklich, das Buch wird gut? Denkst du, die können auf der Turnierebene mithalten? Ja. Ich denke, da wird es ein, zwei richtig krasse Kombis geben. Glaube ich auch. Und das sind dann wieder die so Flash-Eater-Style, die dann komplett aufräumen, ist meine Meinung. Es wird auf jeden Fall Ballerburg-mäßig ein bisschen was gehen, weil Fernkampf ist gerade so schlecht. So schlecht in Age of Sigmar? Ja. Das kann ich jetzt auch nicht eigentlich aussagen. Also, da musst du mal gegen richtige Liste spielen. Also. Ja, also der Fernkampf ist schon wieder jetzt im Kommen, muss man sagen. Aber der war jetzt eine Zeit lang ein Jahr bestimmt weg. Das ist richtig. Aber wenn ich mir Dempos Liste angucke oder auch Tobis Liste, die gehen schon ordentlich. Da muss aber auch sagen, dass Region, das hat ja die Leipziger haben das ja auch schon gesagt, dass die regionsweise ganz unterschiedlich gespielt wird. In England spielen die zum Beispiel ganz was anderes. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also entweder verstehe ich die Engländer nicht oder die haben einfach schlechte Englische Meta kannst du eh anders variieren. Machen ja nur großen Sieg, wenn du mit einem Punkt gewinnst, ist das ja ein großer Sieg. Ja, aber ich finde, dass die Listen aus Deutschland irgendwie in einer ganz anderen Liga spielen. Oder ist das nur vom Lesen und ich verstehe? Also ich finde die internationalen Listen nicht ganz so geil. Findest du die schlechter als die deutschen Listen? Also ich habe die EDC-Listen noch nicht durchgeguckt, muss ich jetzt gestehen. Aber was ich immer mal so vereinzelt sehe... Also ich finde, die Engländer sind schon besser wie wir. Echt, findest du? Und vielleicht liegt dann aber ein Verständnis. Also, aber die Engländer sehen wir ja in Belgien. Ja. kannst du mal sehen, im Februar, da musst wie der eine Armstrong spielt. Angemeldet, die haben wir noch nicht bezahlt. Genau, müssen wir jetzt auch noch bezahlt. Also da kommt die Bekanntheit von Europa nach Belgien. Ja. Und ich glaube, dass wir da richtig krasse Spieler sind.
Da bin ich auch echt gespannt drauf. Weil du da auch neue Leute kennenlernst, weil in Deutschland kennst du ja jetzt den großen Teil. Aber du machst ja eh nur den Kameramann da. So. Ja, du hast nichts bemalt. Ja, aber drei Farben und Base. Das dauert aber noch ein bisschen bei Name und Name. Muss das bemalt sein, ne? Ja. Ja, jawohl. Aber komplett, also auch was du beschwörst. Finde ich auch gut. Ja, ja. Also wenn man so ein Turnier ankündigt, ist das ja schon okay. Finde ich aber auch. Manu, hilf mir dabei bemalen. Warte mal, Nils. Weil der Manu auch so viel Zeit hat noch. Der Nils hat schon lange keine Aufgaben mehr angenommen von mir. Nils, der Marius braucht Hilfe. Leite sie einfach die Modelle, fertig bemalen. Fertig aus. Ich habe ja gehört, der Nils verkauft seine Slanisch, ist so ein Gerücht. Warum denn Nils? Ja, weil der Marcel nicht mehr mit ihm spielt. Habe ich mal so gehört. Was ist denn bei euch los? Ehekrieg. Nee, der verkauft nichts. Höchstens eine Wanderers. Niemals verkäufe ich ihn. Er hat so viel Liebe reingesteckt. Glaub ich auch nicht. Kreuz Magdeburg. Berlin, wir kommen. Es wird Zeit, dass wir bald mal essen. Und nach dem Essen, wenn wir kurz vor Berlin sind, dann melden wir uns nochmal. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Berlin. 15 Kilometer noch. Wir fahren nach Berlin. Der hier wurde geblitzt. Einmal Passfoto umsonst. Ich könnte heulen. Umsonst. Das geht in die Mannschaftskasse, geht das. Ja. Boah, stimmt, dass wir eine Mannschaftskasse aufmachen. Auf jeden Fall. Ja, 15 aber Kilometer noch. Ja, der Blitzer war auch gemein gestellt. Na, wirklich, wir müssen Manu in Schutz nehmen, das war schon. Aber der Marius hat das so mit Ansage vorhin gemacht. Ja. Er hat gesagt, dass sowas existiert. Er hat nicht gesagt, dass sowas, solche Vehikel sich bei uns in der Nähe befinden. Stimmung ist im Keller. Stimmung ist im Eimer, wir haben keinen Bock mehr. Also wer das sehen will, sieht das Video und der Gegner von Manu ist, der hat nicht so gute Laune im ersten Spiel, also nicht so ernst nehmen. Genau. Falls du derjenige bist und du guckst gerade das Video und du bist leider der Erste, der heute gegen den Manu spielen muss. Zieh dich warm an. Das wird gemein, Leute. Er ist nicht gut gelaunt. Daumen hoch. Das wird gemein. Aber nein, wir sind 14 Kilometer vor der Location, wo wir hin müssen. Wir sind also gleich da. Wir haben uns nochmal kurz gestärkt, haben nochmal ein paar Marius, durfte ein paar Coca-Cola-Gläser einstecken aus McDonald's. Und die 3,5 Stunden Fahrt neigt sich langsam am Ende. Aber es ging mit der Zeit. Es ging gut. Manu ist gut gefahren. Wir müssen ihn nochmal loben. Ist ein super Autofahrer. Danke, Manu. Danke, Manu. Asmir pennt immer noch. Nein, der studiert dir immer noch die Listen. Studiert dir die Listen. Wir sind alle vorbereitet ohne Ende jetzt und wir sind richtig heiß und dann hoffen wir mal, dass der Tag für alle, vor allem unterhaltsam, spaßig, erfolgreich auch, aber bei uns steht ja wie immer der Spaß im Vordergrund, immer. Weiß ja jeder, gerade wenn wir unterwegs sind, ihr unterwegs seid, ich will keinen hervorheben und dann melden wir uns natürlich, mittendrin wird glaube ich schwierig, aber auf jeden Fall, da könnt ihr euch ganz sicher sein, nach dem Turnier auf der Rückfahrt wieder zu Wort und dann könnt ihr alle mal mithören, wie unser Resümee ist von dem Turnier, was unsere Endplatzierungen sind und wer dann letztendlich bei Five Guys die Burger den Burger zahlen muss. Sehr gut. Das war viel gut. Spaß. Brauchst du, Manu? 21 Uhr, wir sind wieder zurück. Yep. Dick gegessen. Wir haben jetzt einen fetten neuen Fahrer. Fett top fit, ja, ist klar. Letzter Platz, Essen ausgegeben, wie immer. Letzter im Auto. Spaßliste. Ja. Schön Five Guys, Mann. Schön Five Guys. Marius, ja. Kannst du mir nochmal erzählen, spaßlistenmäßig? Ja, passiert mir nicht nochmal. Kannst du mir erzählen, warum? Nee, das erzähle ich nicht vor der Kamera. Alles Marius, wie war das Turnier? Das Turnier war an sich in Ordnung. Ich habe gelernt, dass Beastclaw Raider vielleicht nicht unbedingt turnierfähig sind. Schönen Gruß an Modelle einnehmen nicht. Ja, schönen Gruß an Philipp. Ja, ich habe aber eine reine Beastclaw Raider Liste gespielt, muss man fairerweise sagen. Ja, ist kein Lebenspunkte halten, 6 Zoll Modelle. Ja, ja. Schon und nicht mehr beschwören und wiederkommen und Okami, was tot ist, ja, ist ja, tot. Also was tot ist, kann ich sterben. Ich spiele jetzt nur noch Slanisch. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten. Oder was kommt. Sagen? Jawohl, ja, ich würde gerne wissen, wo ich lang muss. Geradeaus. Gut. Soll ich jetzt navigieren oder was? Jawohl, jetzt kommt der nächste Paddy. Ersten Platz. Zufrieden. Wo ist er denn? Ich hatte ein bisschen Glück wie immer. Ich sehe ihn gar nicht. Warte mal. Links von mir. Hallo. Ich hatte ja Glück wie immer. Hat diesmal einen Punkt vor mein Brüderchen. Ja, diesmal ist es andersrum gewesen. Ja.
Aber ich habe nichts gemerkt von Anfängern und sonst was. Ich habe mir einen abgekämpft wie sonst was. Ja. Ich muss um jeden Punkt kämpfen. Ganz ehrlich, ich hatte noch nie so viele, dass meine Armee nur noch auf 3-4 Modellen steht. Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt. Aber so war es ein guter Tag, hat Spaß gemacht, hatte gute Gegner. Bin glücklich, mal wieder Erster zu sein. Machen wir erstmal Asmir. Wo ist er denn da hinten? Unser Zugpferd. Grüß dich. Und zufrieden? Zweimal verloren mit einem Punkt ist natürlich ärgerlich bei dem scheiß Punktesystem, ne? Ja, kann man nichts machen, aber nächstes Mal wird es besser, hoffe ich mal. Kannst ja gleich Samstag machen. Lernen durch Schmerz. Ja. Nicht diese. Ich glaube, man sieht dich gar nicht, aber ich halte einfach mal da hinten. Jetzt raus. Nicht die. Die nächste. Ja, ich habe einen zweiten gemacht. Ein Held hat mit einem Leben gehabt, da hätte ich meinen zweiten Secondary, dann wäre ich Erster gewesen. So ist jetzt, letztes Mal hatte ich das Glück, jetzt habe ich ein bisschen das Pech, macht nichts, ich bin trotzdem zufrieden mit Platz 2. Zweimal Zinsch als Gegner gehabt. 1,1 Kilometer gerade. Einer war richtig stark, also großen Respekt an den. War auch ein super Spiel. Das erste Spiel war ein Mirror Game, war ein Anfänger, hatte leider keine Chance gehabt. Und zweites Spiel war der Battleplan für mich, somit war das auch ein eindeutiges Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit Platz 2 und jetzt kommen wir zum letzten. Warte mal kurz noch. Ja. Spiele von mir im zweiten Spiel und die dritten Spiel kann man auf Stony Blaze kann man gucken von oben. Ist mal nicht die beste Grafik, aber ein bisschen kann man... Meins war das letzte Spiel mal noch. Ja. Wenn man ein bisschen Lust hat auf Tabletop, kann man sich das angucken. Ja. Stony Blaze bei YouTube kann man sich angucken. Ich glaube, die kommentieren das auch. Also Stony Blaze hat beide Spiele oder alle drei Spiele live aufgenommen, aufgezeichnet und hat das immer kommentiert mit seinem Mikrofon und hat Kommentare abgegeben und so ein bisschen interpretiert, was die Spielzüge sind. Also ja, hat er richtig gut gemacht, kann man nur eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie das von der Soundqualität her ist, weil die Hintergrundgeräusche recht laut sind. Ist aber eine schöne Erinnerung. Aber ist cool, also richtig cool von ihm, dass er sich so eine Mühe gemacht hat dabei. Finde ich sehr, sehr gut. So, und jetzt kannst du mal dein erstes Turnier kurz mal erzählen, wie es für dich war. Wie war der Tag? Turnier? Nichts als ich sitze mit vier richtig, richtig coolen Typen in einem Auto. Das muss ich schon mal sagen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs unterwegs zu sein. Wir sind jetzt, kommt auf an, wie die Rückreise ist. Jawohl. Kommt auf an, wie die Rückreise ist, aber es war schon sehr, sehr cool. Zum ersten Mal nach Berlin von Kassel ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Hab heute noch 2 Stunden geschlafen. Hat jetzt 3,5 Stunden Auto gefahren. Ja. Nicht beim Auto durfte ich pennen, sondern musste Vollgas geben. Musste ein bisschen quatschen. Ansonsten war der Orga-Leiter bangt, glaube ich, mit Orga-Leiter, weil es bei uns im Turnier zweimal, glaube ich, Einmal und einmal gespielt. Einmal mit uns rausgefordert auf dem Kanal und einmal bei uns gespielt. Super netter Typ. Du musst im Kreisverkehr die dritte Abfahrt, zweite Abfahrt. Und mein erstes Spiel war gegen Korn. Zusätzlich der Battleplan war ganz schwierig für mich, muss ich sagen. Wir müssen hier rum und dann links. Also erst hier drüber, rechts. Er ist rechts, genau. Hey. Wir sind wieder da, wir mussten uns kurz mal tanken. Da ist er wieder. Auf der Tankstelle ist ein kleines Unglück passiert. Ja. Aber wir leben noch. Ich. Drei Kilometer folgen, Marius. Yes. Auf jeden Fall die erste Partie, weil mein Gegenspieler mit Korn war super angenehm, cooles Spiel. Das Szenario war ein bisschen gegen mich. Ansonsten hat er ziemlich cool gewürfelt, ich bin schlecht, aber trotzdem hatte ich noch oft eine Chance, eigentlich das Spiel noch zu drehen. Mit Total Carnage hat er eine 6 gewürfelt, hat direkt 16 Deadlies auf meinen Skyfire gemacht und bla bla bla. Aber es war eigentlich ganz cool. Zweites Spiel Silvernet. Hab ich gewonnen. War ganz okay vom Spiel her so. Nach der vierten Runde haben wir halt aufgehört. Jetzt wusste ich nicht, ob ich noch hätte mein letztes Ziel erfüllen können, weil wir aufgehört haben, aber war egal. Drittes Spiel war dann ein bisschen ärgerlich. Da hat die Orga das Spiel abgebrochen nach der Spielzeit, also nach 3 Stunden. Und wir waren gerade mit der dritten Runde fertig. Und ich hatte den Indie-Wurf für die vierte Runde gewonnen, wäre jetzt dran gewesen. Und so hatte mein Gegner dann nach Punkten gewonnen, aber nach dem Zug dann hätte ich jetzt nochmal richtig aufräumen können, einen Haufen Punkte machen können. Ich habe ja gefragt, ob wir da weitermachen können, aber haben sie nicht, wollten sie nicht überziehen oder so. Fand ich wirklich, muss ich echt zugeben, nicht ganz gut. Auch gar nicht gut, weil ich wäre zum ersten Mal bei. Wir fahren 800 Kilometer hin und her und wir haben am Anfang auch Armeenvorstellungen gemacht. Das hat alle schon Spielzeit abgezogen und dass man jetzt mal eine Viertelstunde länger spielt, damit die Leute, wenn die schon so weit fahren, dann auch Ruhe fertig spielen können. Keine Ahnung, statt 6 oder so Einheiten auf dem Spielfeld. So eine vierte und fünfte Runde dauern vielleicht echt 5 Minuten pro Runde, da passiert nicht mehr viel. Finde ich sehr, sehr schade.
Das hätte aus meiner Perspektive dann den Sieg vielleicht gebracht. Also ich gehe davon aus, dass ich dann vielleicht gewonnen hätte. Und so bin ich jetzt Elfter geworden mit einem Sieg. Und ein Sieg hat ja richtig viel ausgemacht, weil ich auch ziemlich viele Secrets geschafft habe. Dann wäre ich vielleicht weiter vorne gewesen. Aber es, darum geht es mir eigentlich prinzipiell nicht. Prinzipiell finde ich es eher schade von der Orga-Seite, dass man so da durchgreift. Und zumal auch echt auch viele Sonderregeln dabei waren. Das heißt, man musste am Anfang erstmal alles erklärt bekommen und jeder muss sich erstmal vergewissern, ob das alles richtig ist und was ja, man darf und nicht darf. Und dann finde ich halt 3 Stunden Spielzeit ohne für sich irgendwas erklären und irgendwas dazu. Man muss alles nachfragen noch und erklären lassen. Dann einfach von 3 Stunden Spielzeit zu wenig. Wenn es nur eine Viertelstunde geht, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in der zweiten Runde waren und super langsam waren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich länger gebraucht habe oder ein Gegenspieler, aber ist ja auch egal. Alles gut. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr schade, weil wir gehen damit anders um. Also ich persönlich, mir ist das sehr wichtig. Grüß dich. Cheers. Aber ansonsten, so war auch mein dritter Gegenspieler ganz in Ordnung. Netter Kerl. Beast of Chaos Mirror Game war echt ganz interessant, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht. Weil keiner Beast of Chaos spielt. Ja. Yo. Das war's von uns. Gibt's noch was am Wort zum Sonntag? Ist rot, Mann. Heute am Sonntag, ja, Mario. Ja, du weißt, es gibt. Nächste Woche schon wieder ein Turnier. Nächste Woche wieder ein Turnier, jawohl. Ja, der wird wieder gerockt. Wer fährt alles mit aus der Brücke? Alle außer du. Ja. Ide wieder, ihr 4? Ja. Ja, noch kannst du mitkommen. Nee. Ist voll. Keine Zeit. Nein, voll. Aus, ja. Und cool, Osnabrück. Und wir sind auch noch in Gesprächen, gerade vorab mit der Paradise-Ankündigung. Wir suchen auch einen Termin jetzt gerade für unser drittes Mini-Paradise-Turnier in diesem Jahr. Wir haben jetzt noch kein spezielles Datum. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. Aber wir werden auf jeden Fall noch dieses Jahr was auf die Beine stellen, dass wir ein drittes Turnier organisieren. Wie auch immer das aussehen mag, ich hatte auch so eine kleine Abstimmung schon mal gemacht. Wir wissen noch nicht ganz genau, ist noch abhängig von den Örtlichkeiten. Ja, sobald das steht, würde ich sagen, machen wir uns die weiteren dann hauen wir was raus. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass wir noch ein großes machen können. Oder vielleicht machen wir noch ein kleineres Weihnachtsturnier in der Weihnachtszeit rum. Müssen wir mal gucken, wie wir das halt machen. Aber auf jeden Fall gibt es von uns noch was zu AOS in diesem Jahr, in dem laufenden Jahr. Sehr gut. So viel von dem Mini-Paradise-Team. Ab jetzt wird der Marius alleine die Kiste vorantreiben am Steuer und die anderen machen, glaube ich, bald die Augen zu, weil wir sind alle schlafskaputt. Wir sind fertig. Ich bin seit 2.30 Uhr wach. Aber vorne, der darf nicht schlafen. Der vorne, der Marius muss durchziehen. Manu auch. Ja, Marius, dann kannst du. Gehst du da nach vorne? Marius hat nicht so viel gespielt heute. Er ist ausgeruht. Hat schnell Gas gegeben mit dem 6 Mammut. 4. Alter, ihr wackelt alles. Ja, das Geile ist, der Marius hat, glaube ich, von den 9 Stunden Spielzeit nur 3 gebraucht. Ja, weil er in einem Spiel den Gegner nach 20 Minuten rasiert hat. Philipp-Style. Ja. Philipp-Style. Nur, dass er es kann und du nicht. Das war gemein. Ja, ich bin immer gemein zu Marius. Das ist in Ordnung. Er findet auch meine Listen. Philipp, du bist ein super toller Beast of Chaos, Beast Warrior Spieler. Ja. Obwohl Beast Warrior schon echt Schwierigkeiten haben, wenn Modelle das Ziel halten. Also muss das man. Unbespielbar. Das ist schwierig. Ja. Unbespielbar. Mein Augen. Okay, Sen. Cool, das war's von uns. Gute Nacht. Und bis bald. Ciao. Lass mir auch Tschüss sein, Daniel. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja. Siegeszug. Tschüss.